Hi Leute, über 90% der Jobs wird unnötig und überflüssig sein in Zukunft. Über 90% des Wissens, der Information besser gesagt, die dir in der Schule übermittelt wird, wird unnötig sein und wirst du nicht mehr brauchen in deinem Leben. Und warum, erfährst du gleich. Und zwar geht's heute um die Jobs der Zukunft und um die Arbeitssituation und um deine Intelligenz, die du benutzen kannst, beginnen kannst zu benutzen. Und zwar sollte es dir nur mal einen Denkanstoß geben, dass du auch besser reflektieren kannst, hey, was möchte ich überhaupt? Was ist vielleicht sinnvoll? Erstmal ein Hinweis noch zu Beginn. Ich hatte schon ein Video gemacht, wie du am besten Entscheidungen triffst, gerade auch wenn du was Neues starten möchtest, egal wie, wann, wo, auch mit der Schule, Studium, was du beginnen möchtest, schau da in die Infobox, in das andere Video rein. Und genauso zur Arbeitssituation hatte ich auch schon mal ein Video gemacht, werde ich auch verlinken. Diese zwei Videos, schau dir die noch an, auch super interessant bezüglich dem Thema, was ich dir heute erzähle. Und zwar, wenn du mal in die Schule schaust, was du da heutzutage lernst, es ist reine Information. Es ist kein Wissen in dem Sinne, sondern es ist einfach, was das da steht und das lernst du auswendig. Und genauso die meisten Sachen, die du auch so lernst, selbst lesen. In Zukunft werden das alles Maschinen machen. Solche Jobs wie früher im Supermarkt jemand durchgegangen ist oder auf dem Markt und dann Lagerregale durchgegangen ist und durchgezählt hat, oh, wie viel ist der Bestand, was müssen wir bestellen? Sowas ist schon lange weggefallen. Heutzutage geht es über die Kasse beim Supermarkt und es wird registriert irgendwo zentral. Weiß wahrscheinlich der Aldi-Chef in was weiß ich, wo er sitzt. Bescheid, wenn in Deutschland irgendwo in Franken, was weiß ich, wo über die Kasse was gezogen wird. Und all solche Jobs werden in Zukunft wegfallen. Das werden alles Maschinen übernehmen. Es kommt so oder so. Die Technologien werden immer weiter fortgeschritten. Mittlerweile gibt es ja schon Selbstbedienungskassen und so weiter. Irgendwann, je nachdem, was für Systeme wir finden, kommt vielleicht einfach alles direkt zu dir nach Hause mit einem Klick und der Kühlschrank wird befüllt und so weiter. Aber das heißt, alles, all diese Jobs, die heutzutage noch Menschen machen, werden Maschinen übernehmen. Komplett. Und ich sehe das gar nicht negativ, sondern es ist ja eigentlich super. Dadurch haben wir mehr Zeit, mal nach innen zum Beispiel zu schauen und mal wirklich zu schauen, hey, was möchte ich hier machen, was möchte ich hier bewegen. Aber jetzt möchte ich nicht abdriften. Dementsprechend, alles Wissen, was du in der Schule hast, selbst lesen, du hast ein Gerät, es liest dir was vor, egal was, all diese Sachen, es ist ja sowieso nur reine Information, reiner Intellekt und keine Intelligenz, die in der Schule ausgebildet wird. Das heißt, du sammelst nur Informationen an, du weißt ja nicht mal, ob das stimmt, was in der Schule ist. Selbst wenn es stimmt, für dich ist es keine Erfahrung. Es ist ein Unterschied zwischen Wissen, Erfahrung, was du wirklich für dich kapiert und gelernt hast, was vor allem auch durch die Praxis kommt, eben durch die Erfahrung. Sowas wird dir in der Schule nicht vermittelt. In der Schule wird dir nur auswendig lernen vermittelt. Reine Information. Das kann auch jeder Computer. Du kannst. In Zukunft solltest du schauen, dass du wieder eine Intelligenz entwickelst. Jenseits des Intellekts, jenseits von Informationen ansammeln. Weil Informationen ansammeln wird ein Computer in Zukunft viel besser als du können. Viel besser, fehlerfrei wird er alles sammeln können und aufrufen können. Die Sache ist, was machst du mit den Informationen? Die Intelligenz, wie du was anwendest. Mich haben da früher Leute vielleicht in der Schule ausgelacht. Ich habe so schnell irgendwelche Sachen wieder vergessen. Ich fand es dann manchmal komisch, so mir ging es immer mehr um das Verstehen dahinter. Und darum soll es auch wieder mehr gehen. Wenn du wieder hinkommst, eine Intelligenz durch Erfahrung zu entwickeln,
dann hast du auch wieder Möglichkeiten, irgendwas zu machen, auch in Zukunft, weil diese ganzen Informationsjobs werden wegfallen. Das können alles Maschinen übernehmen. Wichtig ist, dass du wieder eine Intelligenz entwickelst. Aber wenn ich was nicht weiß, dann kann ich nachschlagen, dann kann ich, jedes Kleinkind kann mir innerhalb von ein paar Sekunden mittlerweile sagen, ey, der Planet XY ist 327.000 Kilometer entfernt und du sagst, boah, hättest du früher noch gesagt. Heutzutage kann es jeder innerhalb von Sekunden nachlesen und dann wirkst du super klug bei einem Gespräch. Es hat nichts mit Intelligenz zu tun. Dieser Speicher ist in Ordnung, aber was machst du draus? Und ich denke, da kommt ein großes Umdenken in Zukunft. Viele halten vielleicht auch noch an alten Sachen fest, aber es entstehen ja jetzt schon immer mehr Jobs. Allein das, was ich hier gerade mache, ich erzähle hier in einem Video und teile hier meine Erfahrungen komplett online. Das meiste, natürlich auch Retreats, Workshops offline, im echten Leben. Aber es entstehen ganz neue Jobs. Und es ist unglaublich, was viele da lernen, aber manches wird dann auch gar nicht so anerkannt. Zum Beispiel neulich hat mir jemand erzählt, ich glaube, zwei Mädels oder zwei Geschwister, die hatten einen Instagram-Account und haben da ein paar hunderttausend Follower. Und ja, aber die Eltern dann, ja, möchten was Richtiges machen und so weiter. Geh ruhig in solche Richtungen. Das sind Jobs, auch wo du genauso was lernst. Nur weil es jetzt nicht nach diesen gängigen Definitionen geht, wie jetzt mache ich da eine Ausbildung, das, was man halt früher gemacht hat. Es verändert sich heutzutage alles. Es ist häufig noch, weil das alles ein bisschen schnelllebiger ist online, sind es Ausbildungen im, ja, Eigenstudium. Und das, was viele Menschen da lernen, wird vielleicht auf den ersten Blick von älteren Generationen noch nicht so anerkannt, von manchen, von anderen schon, aber von vielen, von der breiten Masse oft noch nicht so anerkannt. Aber wenn du dir mal anschaust, was manche Menschen da lernen, sich selber beibringen zu schneiden, Videos zu schneiden, die Blickwinkel, wie du das Licht einstellst, wie du was beleuchtest, wie du was verändern kannst, wie du was optisch richtig darstellen kannst, wo du für früher Werbefirmen hunderte, tausende von Euro gezahlt hast, eignen sich heutzutage Leute selber an über Jahre und verbessern es wirklich sehr gut. Also wenn man sich manche Sachen so auf YouTube, egal wo, anschaut, manche Clips, die so semi-professionell produziert sind, die kommen schon, die sind teilweise besser als manche Fernsehproduktionen. Da steckt mehr Arbeit und besseres Filmmaterial drin teilweise. Man muss sich echt einmal anschauen, was da kursiert und völlig in Eigenstudium beigebracht. Natürlich hat da vielleicht nicht jeder irgendwie eine zertifizierte Ausbildung oder irgendwas. Aber das ist es. Viele sind noch in diesem Denken drin, nur wenn irgendwas zertifiziert ist. Dann ist es Wissen und Erfahrung. Wissen und Erfahrung kannst du nicht ersetzen durch irgendein Zertifikat. Viele sammeln irgendwelche Titel oder irgendwas. Die Erfahrung, die dahinter steckt, ist oft bei anderen Leuten, die da kein Zertifikat haben, viel größer oder genauso. Egal, das hängt einfach nicht davon ab. Du kannst dir was aneignen, wenn du es dir angeeignet hast. Dann weißt du es, dann hast du es erfahren, dann hast du es gelernt, dann weißt du, wie man das macht. Egal, ob das jetzt irgendwie von irgendwem zertifiziert ist. Und das würde ich mir wünschen, wenn es dahin wieder mehr geht, zu sehen, hey, was kann jemand? Wo hat er sich ein Feld aufgebaut, wo er eine Intelligenz entwickelt hat, wo er sich angeeignet hat, wie man das macht? Weil ich gehe ja auch nicht, wenn ich irgendein Musikinstrument spielen möchte, dann gehe ich auch nicht zu jemandem, der 1000 Bücher darüber gelesen hat, sondern jemand, der es kann, der es gemacht hat. Fußballtrainer sind ja auch meist nicht irgendwelche Leute, die nicht selber Fußball gespielt haben. Das sind Leute, die selber gespielt haben, die selber Profi waren meistens und dementsprechend das Wissen und die Erfahrung haben, Leute da weiterzubringen. Und dahin geht es wieder mehr in Zukunft. Wenn du nicht darauf schaust, deine eigene Intelligenz zu entwickeln, weil das, was in der Schule, was du da lernst, das wird, wie gesagt,
90% mindestens. Es wird alles überflüssig sein. Alles. Weil irgendwas auswendig zu lernen für eine Prüfung, Speicherkarte, Internet, egal was, das ergibt gar keinen Sinn mehr. Da gibt es mehr Sinn. Bei mir im Studium war es zum Beispiel so, Ingenieurswesen, Bauingenieurwesen hatte ich studiert und da war es auch so, in 80% der Prüfung konnte ich mitnehmen, was ich wollte. Und das war noch sinnvoll. Da hat es dir auch nichts gebracht, wenn du alle Ordner, alle Infos hattest, die du wolltest, wenn du es nicht gekonnt hast, wenn du es nicht verstanden hast. Wenn du nicht die Intelligenz entwickelt hast, diese Sachen anzuwenden, dann hat dir das in der Prüfung gar nichts gebracht. Und dementsprechend konntest du da meist alles reinnehmen oder zumindest zwei selbstbeschriebene Blätter, Taschenrechner, alles. So, Formelsammlung. Weil du musstest es anwenden können. Du musstest verstanden haben, sonst hat dir das nichts gebracht. Und dementsprechend solltest du wieder schauen, diese Intelligenz zu schulen. Und dazu gibt es Mittel, Möglichkeiten. Die solltest du wieder ausbauen. Das wollte ich heute nur mal loswerden. Lass dir da auch nicht zu viel einreden von deinem Umfeld. Schau da, wie gesagt, nochmal in das Video rein, wie du richtig Entscheidungen treffen kannst. Auf was du da achten solltest, wenn du Entscheidungen längerfristige für die Zukunft triffst. Schau da in die Infobox rein, schau dir das Video noch an. Ist unglaublich wichtig. Und lass dir nicht so einen Druck machen von irgendwelchen Leuten, weil die Vorstellung haben, du sollst dies oder das machen, gerade wenn du noch jünger bist. Schau, dass du deine eigene Intelligenz entwickelst und schau, was für dich Sinn macht. Und bedenk diese Punkte mal dabei. Das meiste, was du in der Schule wirst, das ist überholt, das ist alt, das ist reine Informationsvermittlung. Kann jeder Computer besser als du. Und dazu kannst du die Maschinen nutzen, deine eigene Intelligenz völlig wieder aufs Wesentliche zu konzentrieren. Das wollte ich heute nur loswerden. Mich würde auch super deine Meinung dazu interessieren. Das ist natürlich ein mega spannendes Thema. Und super interessant. Also post direkt unten drunter. Und wenn dir das Video gefallen hat, gerne liken und teilen, Kanal abonnieren, was auch immer. Mach's gut. Ciao.